Come on. Hallihallo, meine lieben Ketchup-Köpfe. Ach Gott. Ich liebe es einfach, diese beschissenen Intros zu parodieren. Naja, ihr wisst schon, ich bin's wieder. Ihr müsst mich jetzt ja auch langsam kennen, nicht wahr? Wix Charlie. Nicht? Okay. Nur der Mann im Mond, schau zu. Aber jetzt zu Anfang erstmal eine ganz kleine Frage auf Katja krasse Bitch-Niveau. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer hat zwei daumenrote Haare und ist letzte Woche kein Zentimeter mit dem Fahrrad zur Schule gefahren? Fuck yeah! Auf dem letzten Video gab es übrigens über 450 Bewertungen, verdammte Scheiße. Wirklich, Alter, so viele Bewertungen hatte ich noch nie auf irgendeinem Video und das macht mich echt so ein kleines bisschen stolz. Also wirklich ohne Scheiß! Das Video hat 1000 Aufrufe und 450 davon haben diesen einen kleinen Mausklick gemacht und mir eine Bewertung dagelassen. Das ist ja wirklich, das ist wirklich ziemlich viel verlangt heutzutage. Das sind fast 50% verdammt. Also ich meine, das könnte man jetzt ein bisschen näher berechnen, aber ich bin Mathe-Grundkurs, ja, also don't judge. Außerdem klingt 50% extrem cool. Ich meine, 450 Bewertungen, so viele hatte ich, glaube ich, noch nie auf dem Video und werde ich wahrscheinlich auch niemals irgendwie wieder haben. Ich meine, mein großes Ziel ist es, irgendwann mal auf einem Video irgendwie 1000 Likes oder sowas zu haben, weil ich meine, 1000 Leute dazu animieren, auf diesen kleinen Button dazu klicken, das schafft nicht jeder, ja? Aber irgendwann schaffe ich das. Irgendwann. Und viele von euch werden sich jetzt bestimmt fragen, warum hat Charlie jetzt heute eigentlich ein Hemd an und kein UX-Jersey? Ja, der Boy geht nämlich gleich feiern, beziehungsweise auf einen Geburtstag. Sogar auf einen 18. Geburtstag. Oder? Es ist doch ein 18. Geburtstag. Ja, ein 18. Geburtstag. Da geht der Boy natürlich ein bisschen Booty shaken. Oh shit, Digga, ich fall gleich runter. Wofür mache ich das ja eigentlich, verdammt? Apropos Booty Shaker, natürlich auch Grüße an Elmar. Zu dem Geburtstag muss natürlich auch das Hemd gerockt werden. Grüße dabei natürlich an MarcyXD. Okay, das kam jetzt ein bisschen Humor, aber ich denke mal, Marcy weiß, was gemeint ist. Apo-RED. Wenn ich dann natürlich gleich bei dem Geburtstag hinkomme, werde ich es natürlich wie immer sein, ja? Kommt dann nämlich einfach immer an und sagt dann natürlich, ey, yo, ich habe 3000 Abos auf YouTube und mache COD-Videos. Wie wär's, Girls? Gott. Und nachdem ich das immer erzählt habe, geht's natürlich direkt los. Nein, dann kommen eigentlich immer nur 13-jährige Jungs auf mich zu und fragen, wie ich mit so wenig Skill in COD in UX gekommen bin. Leute, ich bin nur Kommentator, verdammt. Aber viele von euch fragen sich jetzt bestimmt nach meinem letzten Video, Charlie, warst du an deinem Geburtstag eigentlich besoffen? Und hatte UX Vanity jetzt eigentlich Geburtstag oder nicht? Nein, Leute, ich hatte letzten Sonntag Geburtstag. Leute, sagen wieso? Ich habe um 2 Uhr morgens vor meinem Haus den neuen Song von ApoRed gefeiert und dazu getanzt. Brauche ich da noch irgendwas erklären? Aber ich meine, der Song ist auch echt gut. Das ist meine wirkliche Meinung. Sogar im Gegenteil, nicht mal im Gegenteiltag wäre der Song gut. Grüße dabei natürlich auch nochmal an Sozial Rice, der ja auch auf meinem Geburtstag war und das angemacht hat. Oh, du Opfermann! Der Typ wohnt ja bei mir in der Nähe und deswegen. Und ja, hier, alter Rice, Mann. Ich habe als Andenken zur Feier sogar noch diesen aufblasbaren Kaktus hier am Start. Haben irgendwie ein paar Leute unterschrieben, die irgendwie da waren und ich schwöre, das ist wirklich ein Kunstwerk. Hier zum Beispiel ist Max mit so einem Herzchen und darunter steht gay. sogar mein Mathelehrer hat unterschrieben. Ihr müsst wissen, ein Kollege wollte mich, glaube ich, irgendwie verarschen oder sowas und hat so gesagt, ja, mein Mathelehrer war nämlich auch da und der hat auf dem Kaktus unterschrieben. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, verdammte Scheiße. Aber es ist drauf. Dann haben wir auch noch den Namen Philipp hier mit zwei Penissen als P. Auch sehr gut. Hier steht nochmal irgendwie groß drauf, Heil Aaron oder so eine Scheiße. Dennis ist schwul. Marek auch. Hurensohn. Oh, hier unten ist ein Hakenkreuz. Ich hoffe mal, das habt ihr nicht gesehen. Aber auf dem Hakenkreuz ist eine Godzilla-Frau oder so. Ich kann es nicht ganz genau identifizieren. Hier steht noch einmal 31er. Ist 187. 187. Max. Nochmal Max. Fabi, Leon, Samira, lutscht. Oh, Effekt. Alter, verdammte Scheiße, Mann. Komm mal bitte darauf, mit den Kürzeln unseres Mathelehrers darauf zu unterschreiben. Da verstehe ich es ja eher, KS-Freak-Videos zu feiern. Oh ja. Joke, Leute, Joke. Das war ein Test, das war ein Test. Ich kann es nicht verstehen, dass man KS-Freak-Videos feiert. Übrigens hat mir ein Kollege auch eine 1-Liter-Effektdose geschenkt. Es ist fucking 1 Liter in der Dose. Hier mal so ein Vergleich hier, der kleine Bruder mit seinem Daddy. Wisst ihr, manchmal zweifle ich echt, ob es da draußen irgendwie einen Gott gibt, der alle beschützt. Es reicht immer, wenn ich meine Mathe-Klausur wieder bekomme. Aber als ich das hier gesehen habe, ist Hoffnung in mir aufgekommen. Eigentlich hat der Kollege mir sogar 2 Liter Effekt geschenkt, also halt zweimal diese 1 Liter Dosen. Aber die andere Dose war irgendwie nach dem Abend irgendwie verloren gegangen. Wahrscheinlich verloren gegangen. Geklaut, verdammte Scheiße. Aber wer klaut denn meinen Effekt? Das kann man mir doch nicht antun. Aber ich muss euch jetzt wirklich etwas Ernstes fragen. Und zwar, da ich jetzt 18 bin, fahre ich ja auch immer alleine mit dem Auto zur Schule. Und ich glaube, das war zur Grundschulzeit noch. Da habe ich so eine Queen-CD, so ein Best-of-Album quasi von denen bekommen. Falls ihr nicht wisst, wer Queen ist, ja, dann geht KS-Freak-Videos schauen. Und ich weiß nicht warum, ja, aber beim Autofahren muss ich einfach singen. Es geht nicht anders. Don't stop me now. I'm having such a good time. Ist sowas normal? Wenn ihr das cool findet, dann schreibt mal Hashtag Singstar wunderbar in die Kommentare. Oh Gott. Ich glaube, das ist echt ein bisschen Homo, Alter. Ich meine, es ist auch Queen. Hoffe mal, wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt, dass mehr so Content auf YouTube kommt, dann wisst ihr, denke ich mal, eh, was zu tun ist. Genau, gebt doch einfach mal einen Like, wenn euer Lieblingsfach auch Mathematik ist. Ja. Ja. Also haut rein, du bist zum nächsten Mal. Tschüssi, Alter. Was ein Scheiß-Video mal wieder. Viele du kennst ihn, Slammer. I got the juice of a Kenner. Smoking with Lee and Amanda. My nigga do Frisian and Temper. 200 degrees, that's what they call me, Mr. Fahrenheit. Ach komm, hör auf!